Ich denke jetzt in letzter Zeit wirklich öfter über Kinder nach. Also nicht so, oh Gott. Ich bin ja nicht in der katholischen Kirche. Ich habe nur ein Problem bei Kindern, ne? Die Kommunikation. Kinder sprechen so eine Sprache und denken so, das checke ich oft nicht. Beispiel. Eine Freundin von mir hat eine 9-jährige Tochter. Und die hat mich gefragt, Ingmar, was fährst denn du für ein Auto? Dann habe ich gesagt, ja gut, 9-jährige, wie erklärst du das? Ja, Farbe und Lack, das wird sie ja checken. Ne? Dann habe ich so gesagt, okay, mein Auto ist blau und das ist ein Mattlack. So, dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich habe so einen blauen, matten Wagen. Der guckt mich an, dreht den Kopf und sagt, ah, kenne ich aus dem Sportunterricht. Nein, doch, nein, was? Hä? Sie ist davon ausgegangen, dass ich mit einem blauen Mattenwagen über die Straße fahre. Keine Kinder für mich, das ist nichts. Aber Haustiere mag ich. Wer hat Haustiere? Was hast du? Zwei Katzen. Was für Katzen? Kartäuser. Was? Kartäuser? Graue. Graue, natürlich. Das war genau die Frage, das war die Antwort. Katzen, die Kartäuser heißen. Das ist eine Rasse wahrscheinlich, ja, okay. Ja, natürlich. Ich habe Abitur, du nicht. Wie heißen deine Katzen? Kaya und Kasper. Kaya und Kasper, okay. Wer hat das auch was? Ja, ich habe einen Hund. Was für ein Hund? Ein Mischling. Was für ein Mischling? Pinscher-Mix. Ja. Weiß man, was noch drin ist außer Pinscher? Ist adoptiert. Adoptiert. Weiß, man weiß nicht, was für ein Akt es war, bei dem er entstanden ist. Ist einfach, es muss nur sehr schnell gegangen sein. So ein Pinscher, der rennt ja. So, das, wer hat jemanden einen großen Hund? Große Hund, was hast du? Ein Shepherd-Doodle, das klingt wie eine App auf Arbeit, aber es ist ein Schäfer- und Pudelmix. Na, das war auch eine Bumserei, das ist ja geil. Geil, und das ist ja dann ein sehr lustiger Hund, der viel läuft. Ja. Oder? Schäferhunde laufen meistens sehr viel und Pudel sind witzig. Ja. Ja. Wie heißt er? Schuri. Schuri, der Shepherd-Doodle. Kann Schuri was? Ja. Was denn? Die macht... Die? Schuri. Okay, natürlich, hätte auch ein Transhund sein können. Ich bin da, wir sind flexibel, der Hund darf das Geschlecht darf der Hund natürlich wählen. Keine Dreadlocks, aber ansonsten darf er machen, was er möchte. Und Sitzplatz kann er alles, sehr gut, toll, schön. Besondere Tiere, hat irgendjemand ein besonderes Tier? Irgendwas Ausfallendes dabei? Was hast du? Ein Chamäleon. Ein Chamäleon? Aus Düsseldorf angereist oder was? Ein Chamäleon, warum hat man denn Chamäleon? Was? Du hast es gesehen und jetzt ist es weg und findest es nicht wieder. Weil wie heißt dein Chamäleon? Spikey. Spikey, das Chamäleon. Lebt das in so einem, wie heißt das, Terrarium? Ja, dürfen die auch raus? Nee, ich habe auch Katzen. Das nicht. Ah, Katze und Chamäleon verträgt sie nicht? Für wen wäre es schlecht? Probieren. Das probieren wir aus, das würde uns interessieren, oder? Ob das Chamäleon sich als Katze tarnt oder... Hast du den Namen schon gesagt? Wie heißt es? Chamäleon? Spikey, das Chamäleon, sehr gut. Sehr gut. Andere ausgefallene Sachen dabei? Ich finde es immer spannend, dass Leute wie Tiere haben. Ne? Letzte Woche hatte ich eine Frau, die hatte zwei Schildkröten geschenkt bekommen von ihrer Mutter zum 9. Geburtstag. Wo ich auch dachte, wie sehr kann man sein Kind bitte hassen? Na, was ist denn das für ein Geschenk? Hier, Mädchen, zwei Tiere, die älter werden als du, mit denen du nichts anfangen kannst. Alter, schenk ihr Steine, die kann sie wenigstens werfen. Schildkröten. Wir wollten, dass das Kind lange Gassi geht. Oh, ja, Mutter. Was ist das? Schildkröten. War wahrscheinlich auch der letzte Satz von der Mutter auf dem Sterbebett. Leben die Schildkröten noch? Ja, Mutter. Das ist so. Ich hab so einen Kleinspitz, ne? Hubert heißt der. Das ist so ein. Eigentlich ist kein Hund, eigentlich ist eine schwule Katze. Das ist wirklich. Ja, sehr eigener Hund auch, ne? Wirklich ganz eigener Charakter, ne? So, wenn der zum Beispiel. Ein normaler Hund sieht eine Katze und denkt so, oh, Katze, und los, ne? Hubert nicht. Hubert sieht eine Katze, dreht sich um und guckt mich an mit diesem Blick, der mir sagt, ich denke, du wirst mir die Katze bringen, damit ich sie zerfetzen kann, ne? Das ist. So funktioniert Hubert, ne? Und das Geile, weil so Hunden ist halt einfach, man erlebt tolle Sachen, ne? Man hat immer tolle Abenteuer mit Tieren, ne? Und gerade auch, weil so die Pandemie jetzt war und so, war es irgendwie die letzte, wie sagt man, gute Laune-Location, die man so hatte im Haus. Der Hund, immer gut drauf, ne? Egal bei welcher Inzidenz, ne? Das ist geil. Ne? Und ich bin mit Hubert immer sehr, sehr spät immer noch Gassi gegangen, ne? Damit er mich morgens nicht nervt. Und dann bin ich immer in Berlin, wohne in Berlin-Mitte, und dann bin ich in Berlin immer noch über die Oranienburger Straße mit ihm gegangen. Und da standen früher Prostituierte. Gibt es nicht mehr, aber früher standen da Prostituierte und bin mit Hubert da spazieren gegangen. War nie ein Thema. Die haben den gegrüßt, gestreichelt, alles war cool. So, das war, wie gesagt, nie ein Thema und nie ein Problem, bis meine damalige Freundin mit dem Hund Gassi gegangen ist.
und dieselbe Runde gegangen ist. Wir biegt also mit dem Hund auf diese Straße. Vier Prostituierte sehen den Hund und rufen gleichzeitig: Hubert! Das hat mir einen der schönsten Anrufe meines Lebens beschert. Nachts um 1:30 klingelt das Telefon und es fällt der tolle Satz: Warst du mit dem Hund bei einer Nutte? Nein, wir waren Gassi, Orgassi. Das ist, ja. Und, wenn ihr auf Glocken steht, dann könnt ihr hier abonnieren, beziehungsweise wenn ihr abonniert, dann müsst ihr die Glocke anmachen. Ihr wisst, wie das funktioniert. Es ist nicht neu, dieses Internet. Klickt drauf und guckt euch mehr Comedy an.